Guten Abend. Terrorismus. Seit den Anschlägen auf das World Trade Center vom 11. September 2001 ist es merkwürdig still geworden um dieses hochbrisante Thema. Längst vergessen scheinen die Zeiten, als Attentäter eine Sportmaschine kaperten und diese kaltblütig versuchten, in die Hochhaustürme von Frankfurts Innenstadt zu steuern. Nicht zuletzt dank der beispielhaften Repressionspolitik der Bundesregierung traut sich nun offenbar kein Fundamentalist mehr ans Tageslicht. Doch wie viele Terrorzellen gibt es tatsächlich heute noch in Deutschland? Wie viele Schläfer warten eigentlich nur darauf, von ihren geistigen Führern endlich geweckt zu werden? Peter Fricke und Jan Möller zeigen in ihrem schockierenden Bericht, wie es tatsächlich um die Sicherheit in deutschen Städten bestellt ist. Braunschweig, eine ehemalige Industriestadt im Norden Deutschlands. Das trostlose Bild wird geprägt durch Volkswagen, eine altehrwürdige Universität und einen mittelmäßigen Fußballverein. Alles wirkt friedlich. Es ist 22.30 Uhr. Wir sind auf dem Weg zu einem geheimen Treffpunkt, wo wir uns mit Rakim treffen sollen, unserer Kontaktperson zum Untergrund. Seit mehreren Monaten versuchen wir bereits, sein Vertrauen zu gewinnen. Hey Rakim, Mann. Salam alaikum. Hallo, Mann. Das heißt alaikum salam. Ja, entschuldige. Salaikum salam, Bruder. Ich denke, wir wären schon lange genug zusammen. Dass das mal wenigstens mitgekriegt hättest. Wo geht's jetzt, Mann? Ja, wir fahren jetzt erstmal hier geradeaus. Wir müssen nachher noch was abholen. Und danach fahren wir zur Organisation. Okay, Mann. Das ist das, was ich dir versprochen habe. Dein Kumpel, hast du wieder mit, oder was? Ja, das ist Jan. Der wollte unbedingt damit dabei sein. Ja, das kann gehen. Wird schon gehen. Lass erstmal, ich sag dir, da muss lang gehen. Stell nicht so viele Fragen. Okay, ich finde das aber schon richtig direkt von dir, dass du mich endlich mitnimmst, Mann. Du warst seit einem halben Jahr irgendwie zusammen rumgehen. Ich habe an der Spitze schon ein paar Mal von dir erzählt. Ich hab gesagt, ich bring dich immer mal mit. Dein Anruf kam sehr plötzlich. Du sagst, heute ist was Besonderes, also... Was machst du denn mit deiner Tasche die ganze Zeit eigentlich? Du machst dich voll nervös, Mann. Ja, nichts. Das ist Jan. Suchst du irgendwas? Ach, Jan ist... auf den darfst du nichts geben. Er wollte mit dabei sein, Mann. Den kenn ich auch schon Ewigkeiten. Ja, der macht mich nervös. Der tuschelt und muschelt da hinten rum. Was soll denn das? Du musst ja irgendwo parken. Okay. Such dir irgendwo einen Parkplatz. Rakim, Alter, was machen wir jetzt eigentlich? Wir treffen jetzt einen Kumpel von mir. Wen Pablo die Ameise. Pablo die Ameise? Wer heißt denn Pablo die Ameise? Pablo die Ameise. Man erzählt sich, er hat einen Mann den Ameisen zu Fraß vorgeworfen, Mann. Nur weil er ihm Geld geschuldet hat. Und so ein Typ lebt in Braunschweig, was wollen wir bei dem? Der schuldet mir einen Gefallen. Ey, Pablo, como estás? Rakim, que tal, mi amigo? Ey, órale, carnal. Mira, Rakim, hier ist das, was du haben wolltest. Okay, hier, Rakim hat die Waffen besorgt. Er hat mich angerufen, ich habe gesagt, ich soll zum Training vorbeikommen. Und ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich habe keine Ahnung, ein Trainingslager mitten in Braunschweig, unfassbar. Da bist du ja, mein Freund. Rakim, Mann. Alles klar, lass uns loslegen, Mann. Schön, dass du hier bist. Schau dir das an, Mann. Das sind unsere Kämpfer, unsere Krieger. Ich wusste nicht, dass es sowas hier in Braunschweig gibt, Mann, Alter. Was ist hier los, ja, Mann? Ja, da siehst du. Das sind unsere Kämpfer, Mann. Los, Peter! Los! Los, Peter! Los! 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 In Ruhe! Zeig, dass du schmerzlos bist! Nach dem Training hörte ich mehrere Tage nichts von Rakim. Endlich ist es soweit. Rakim hat mich angerufen.
Ich soll endlich Scheich Mohammed kennenlernen. Bleib ganz ruhig. Wir gehen jetzt zum Scheich rein. Das ist Ahmad. Und das ist Mustafa. Salam alaikum. Salam alaikum. Scheich Mohammed. Salam alaikum. Ich habe den Mann nicht gehört, wenn ich dir erzählt habe. Scheich, meine Ehre, Sie kennen Sie denn. Du trägst auf heute den Dämpfen haben. Assa! Scheich, wie kann ich dir behilflich sein? Wo ist mein Tütü? Scheich? Mein Tütü! Weg! Ich habe einen großen Auftrag für euch. Am nächsten Tag. Heute erfahre ich von Rakim, worum es bei dem großen Plan geht. Hey Mann, ich bin bereit. Aber warum hat der Scheich gestern gesagt, ich habe mein Tütü vergessen? Mach dir nichts draus. Der hat weniger Verstand als ein Rabattierer. Das ist unser Zielobjekt. Das ECE-Center. Wir werden unsere Sprengladungen hier, hier, hier und hier platzieren. Dieses Konsum Babylon müssen wir verhindern. Das ist Staatsterrorismus. Sie sehen also, meine Damen und Herren, nachts wird in Deutschland nicht nur der Schlaf des braven Bürgers gepflegt. Sehen Sie nach der Werbung, wie Sie Ihre Kinder erfolgreich gegen Amokläufer in Schulen schützen. Und Gasmasken im Test. Nicht jeder hält, was sie verspricht.